Wenn es dir schwerfällt, andere von dir, deinem Produkt oder deiner Dienstleistung zu überzeugen, dann habe ich hier was für dich, das du auf gar keinen Fall verpassen solltest. Denn die meisten Menschen, die treffen Bauchentscheidungen und liegen damit sehr häufig falsch. Umsätze, wenn du im Verkauf tätig bist, sind dann nicht planbar, weil du mal gute und mal schlechte Tage hast. Du kennst es dann, das Auf und Ab. Den einen Tag läuft super, den anderen Tag wiederum nicht. Und du fragst dich dann, woran das liegen kann. Und die Antwort lautet, sorry dafür, du arbeitest nicht nach einem Skript, du hast sprichwörtlich keinen Plan. Egal, ob du Verkaufsgespräche führst oder Sales Funnels, Blogbeiträge oder Keynote schreibst, wenn deine Kommunikation nur nach Bauchgefühl stattfindet, dann landest du häufig nur Glückstreffer. Und wer will sich schon auf sein Glück verlassen, ja, wenn man das doch planen kann, so ein Stück weit. Und in den letzten Jahren habe ich daher mein Glück selbst in die Hand genommen und mir überlegt, was in einer Kommunikation mit Kunden, mit Menschen, mit Teilnehmern psychologisch an welche Stelle gehört. Wohin gehört was? Was fesselt meine Leser oder meine Zuhörer, wenn ich Seminare gebe, wenn ich Videos wie dieses hier drehe? Welche Punkte muss ich ansprechen? Wann muss ich sie ansprechen, damit meine Zielgruppe sich auch angesprochen fühlt? Und zwar nur meine Zielgruppe. Wenn dich dieses Video hier nicht anspricht, dann bist du nicht meine Zielgruppe, so leid mir das tut. Und ich sortiere damit schon im Vorfeld aus, weil wenn ich dir nicht sympathisch bin, dann suchst du dir jemanden, den du lieber magst. Das ist doch völlig okay. Gefällt dir dieser Beitrag aber, dann weiß ich, dass ich noch mehr für dich tun kann oder dir helfen kann oder Tipps habe, weil wir ähnlich denken. Und wenn du dir also die Frage stellst, wie bekomme ich Kunden dazu, dass sie bei mir kaufen, und zwar egal ob in Persona, vor Ort oder online, und wenn du planbare Umsätze mit System möchtest, dann ist das Convincing Script Pflichtlektüre für dich. Denn Convincing bedeutet zu Deutsch etwas überzeugend und glaubhaft darstellen. Und dieser Code, der funktioniert nahezu in jedem Bereich, ist fast schon ein bisschen spooky. Alles folgt dieser geheimen Abfolge, wenn man sie denn kennt. Es ist wie eine Checkliste, die du nur Punkt für Punkt durchgeben musst, ganz gleich, was du vorhast. Und um diesen Code zu knacken, habe ich unzählige Reden von erfolgreichen Menschen wie Barack Obama, Steve Jobs, vielen anderen und auch viele Bücher analysiert. Sie alle folgen diesem Muster und überzeugen Millionen Menschen damit. Dabei ist es aber völlig egal, ob du Menschen von Produkten, Dienstleistungen, deiner Persönlichkeit oder von der Sache überzeugen möchtest. Alles folgt diesem Code, funktioniert auch im privaten Bereich sehr gut, und den biete ich dir hier kostenlos zum Download an. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich das mache. Ganz einfach. Angenommen, du bist Expertin oder Experte auf deinem Gebiet. Du hast Interessenten, aber du kannst viele davon noch nicht überzeugen. Das heißt, du hast zwar das Know-how, aber du kannst es nicht überzeugend verkaufen. Das heißt, im Umkehrschluss, du kannst anderen mit deiner Dienstleistung oder mit deinem Produkt nicht helfen, weil sie dir nicht vertrauen. Das liegt also nicht an deinem Produkt, sondern an der Art und Weise, wie du es verkaufst. Das ist leider die bittere Wahrheit. Jemand anders, der sich besser verkaufen kann, aber weniger gute Skills hat, der kümmert sich dann um diese Menschen. Das sollte so nicht sein, denn dann multipliziert sich falsches Wissen. Menschen schreiben dann falsch ab. Das darf wirklich nicht passieren. Stell bitte deine Kommunikation auf Erfolg um, überlass nichts dem Zufall, beantworte 6 Fragen sind es nur in diesem Skript für dich und deine Zielgruppe. Sorge dafür, dass deine wichtige Botschaft die Menschen erreicht, die du ansprechen möchtest, und lass nicht zu, dass es jemand anders macht, der weniger oder gar keine Ahnung hat. Deswegen lade dir den Convincing Script Code heute kostenlos runter. Es ist ein unglaublich machtvolles Werkzeug. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es dir und deinen Kunden gefällt und auch hilft. Also hol dir den Convincing Script Code jetzt, mach dich damit zum Kundenliebling und sei damit den Amateuren um Lichtjahre voraus. Dein Uwe.